Stellt euch vor, ihr dürft nicht an euer Handy gehen. Was macht das mit euch? Wie schaffen es App-Firmen und Videoplattformen, ständig unsere Aufmerksamkeit zu bekommen? Schon krass, oder? Die ganze Welt in einem Gerät. Und damit willkommen zu Pur Plus, wie immer plus Erik. Social Media und die geheimen Tricks der Plattformen, damit wir das Handy gar nicht mehr aus der Hand legen. Dazu machen wir heute verschiedene Experimente. Das erste ist bereits in vollem Gang. Ständig neue Nachrichten und Anrufe auf dem eigenen Handy. Doch Mia, Nele und Finn sind auf Handyentzug. Mit unserem Experiment wollen wir rausfinden, was passiert, wenn sie nicht antworten dürfen. Was macht das mit ihnen? Alle nutzen soziale Medien, auch sonst im Alltag. Mia eher seltener, Finn häufiger und Nele sehr oft. Aber jetzt dürfen sie nicht zum Handy greifen. Die Hände müssen in den roten Kreisen bleiben. Social-Media-Experte Niklas Klein beobachtet das Experiment für uns und kontrolliert bei den Testkandidaten den Puls, den wir am Handgelenk und am Finger messen. Und der Puls geht bei allen hoch, sobald eine Nachricht reinkommt. Was passiert also bei dir im Körper, wenn du das siehst und hörst? Ja, also, das ist halt dieses Verlangen, halt einfach draufzuklicken. So, wenn man das sieht, die Nachricht ploppt auf, dann möchte man halt im Prinzip eigentlich direkt draufklicken. So. Ja. Was ist das so für ein Gefühl für dich? Also, es klingelt halt die ganze Zeit, aber man kann halt nicht drauf gucken. Ja. Und ist es gut oder schlecht? Also, es ist ein bisschen nervig, dass man nicht drauf gucken kann. Also nervig? Ja. Kein gutes Gefühl? Ja. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Das ist sehr schwer, es nicht zu antworten. Ich glaube, ich hatte mein Handy seit 2 Jahren nicht mehr komplett aus. Ich hatte es immer nur lautlos oder so. Weil wenn es komplett aus ist, dann habe ich das Gefühl, keine Ahnung, dann bin ich nicht erreichbar und dann fühle ich mich komisch. Fazit: Der Handyentzug hat auf jeden Fall etwas mit den Jugendlichen gemacht. Das ständige Bimmeln und dann nicht antworten dürfen, das war kein gutes Gefühl. Sogar ihr Puls ist leicht gestiegen. Ganz schön viel Macht, die so ein kleiner Kasten über uns hat. Das ist schon beeindruckend und eindeutig, was da passiert. Alle haben irgendwie so ein bisschen das Gefühl, sie wollen da drauf gucken. Ne? Es nervt ein bisschen, dass Nachrichten reinkommen und es gibt dieses Verlangen. Wo kommt das her, dieses Verlangen? Ja, es ist natürlich so, da kommt jetzt was Neues aufs Handy. Und gerade wenn man aus dem Alltag gewohnt ist, dass da immer irgendwie was Neues kommt, dann will man natürlich jetzt auch da drauf gucken. Ne? Also es ist ganz viel, sag ich mal, Routine. Da kommt eine Benachrichtigung und ich schaue dann auch aufs Handy. Und es ist natürlich so, dass diese Apps genauso designt sind, dass man eben dann auch darauf gucken will. Wir alle nutzen jeden Tag verschiedene Apps. Also kleine Computerprogramme, mit denen man zum Beispiel Nachrichten verschicken oder Fotos und Videos auf Plattformen teilen kann. Bei den meisten Apps kann man zum Beispiel sofort sehen, wenn neue Nachrichten angekommen sind. Die roten Kreise mit den weißen Zahlen zeigen uns an, wie viele Nachrichten darauf warten, gelesen zu werden. Die Farbe Rot ist kein Zufall, sondern von den App-Firmen extra so ausgewählt worden. Denn Experten haben herausgefunden, dass wir ein leuchtendes Rot als Signalfarbe wahrnehmen. Achtung, hier passiert was. Bei manchen Apps bekommt man auch direkt eine Vorschau der Nachricht angezeigt, sobald sie angekommen ist. Je nach Einstellung wird uns nicht die ganze Nachricht angezeigt. Zum Beispiel, hi, alles okay bei dir? Hättest du Lust, bei einem Experiment mitzumachen? Ich kann dir schon mal verraten, dass... Ja, was denn? Weil wir Menschen von Natur aus neugierig sind, wollen wir natürlich sofort wissen, wie die Nachricht weitergeht und klicken drauf. Hättest du Lust, bei einem Experiment mitzumachen? Ich kann dir schon mal verraten, dass es für Pur Plus ist. Oft beginnt man dann auch sofort zu antworten. Fear of missing out, kurz FOMO. Übersetzt bedeutet das, die Angst, etwas zu verpassen. So nennen Fachleute dieses Phänomen. Deswegen haben wir ein Verlangen, ständig unsere Nachrichten zu checken. Und das ist von den App-Firmen auch genau so geplant. Sie wollen, dass wir ihnen möglichst lange unsere Aufmerksamkeit schenken. Was kann ich dagegen tun, wenn dieses Gefühl, also dieses Verlangen so stark wird, dass es mich ja vielleicht sogar im Alltag beeinträchtigt oder nervt?
Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann man natürlich die Benachrichtigung einfach ausstellen. Das geht an jedem Handy. Ist jetzt vielleicht ein bisschen hart dann auch. Ne? Und wenn man das dann nicht machen möchte, weil man dann gar nichts mehr mitbekommt, nur wenn man in die App reingeht, dann kann man es natürlich auch so einstellen, dass man nur bestimmte Zeiten keine Push-Benachrichtigung bekommt. Beispielsweise ab 19 Uhr, 20 Uhr, wenn man abends ein bisschen mehr Ruhe haben will, dann schläft man auch besser, wenn man keine Benachrichtigung mehr bekommt die ganze Zeit. Das ist möglich. Oder man kann einstellen, dass man nur bestimmte Apps eben zeitlich erfasst, begrenzt auf 2 Stunden am Tag und dann eben nach diesen 2 Stunden diese Apps nicht mehr aufrufbar sind. Das sind alles Möglichkeiten, die man da machen kann. Okay, jetzt wissen wir, wie es Social-Media-Apps schaffen, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber wie schaffen sie es, diese dann auch zu halten? Also so, dass wir uns am Tag länger mit ihnen beschäftigen. Jeden Tag werden in den sozialen Medien Millionen von Daten hochgeladen und angeschaut. Vor allem Videos. Manche davon sind super persönliche Videos, die man nur mit seinen Freunden teilt. Viele Videos werden aber auch auf Plattformen hochgeladen, damit alle sie sich anschauen können. Kennt ihr dieses Gefühl? Ich suche nach einem bestimmten Thema. Ja, und dann begegnet mir dieses Thema immer wieder. Es werden ständig Inhalte zu diesem einen Thema vorgeschlagen, auch wenn man vielleicht schon längst wieder nach was ganz anderem sucht. Stimmt dieses Gefühl? Oder ist das nur Zufall? Das checken wir jetzt mit unserem nächsten Experiment. Es gibt unzählige Plattformen mit Videos. Dailymotion, Instagram, TikTok, Twitch, um nur einige zu nennen. Für unser Experiment wollen wir YouTube genauer unter die Lupe nehmen. Eine der größten Videoplattformen der Welt. Bei diesem Experiment hilft uns Jan Fassbender. Er ist Spezialist für YouTube und weiß, wie die Plattform funktioniert. Für unser Experiment hat Jan 3 Laptops vorbereitet. Er hat alle Daten gelöscht und das Internetprogramm komplett neu installiert. Für die Plattform bedeutet das, sie kennt die Testcomputer von Finn, Nele und Mia nicht. Sie sind sozusagen neue Menschen für die Plattform. Warum das wichtig ist, werden wir gleich sehen. Die Videoplattform ist eigentlich erst ab 16. Wenn man jünger ist, darf man sie nur nutzen, wenn die Eltern einverstanden sind, so wie die Eltern unserer Testkandidaten. Dann guckt euch mal an, wie die Startseiten von YouTube jetzt aktuell aussehen. Würdet ihr sagen, das ist irgendwie interessant für euch? Sind das Themen, die euch interessieren? Ja. Ich habe nie mehr Mieter. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt so interessiert. Also ein Video interessiert mich halt, das würde mich halt wenn interessieren, aber sonst, naja, nicht so wirklich. Auf den Startseiten werden im Moment viele Videos zu ganz unterschiedlichen Themen angezeigt. Von Sport bis Beauty-Videos völlig wahllos. Es ist nicht erkennbar, dass die angezeigten Videos einem bestimmten System folgen. Alles klar, dann sucht doch mal nach euren Hobbys und wir gucken, was passiert. Wir wollen rausfinden, ob sich die Startseiten von Finn, Nele und Mia verändern, wenn sie nach einem bestimmten Thema suchen. Dafür geben wir ihnen 15 Minuten Zeit. Mia sucht nach Feldhockey. Nele nach Motorradrennen. Und Finn interessiert sich für Kochrezepte. Er gibt Kochen ein. Aber das ist wirklich interessant. Los geht's. Könnt ihr uns doch mal beschreiben, so seht ihr jetzt andere Videos, seht ihr Themen, die euch interessieren? Also ja, auf jeden Fall. Bei mir ist es so, vorher, also bevor wir angefangen haben, Videos zu gucken, waren von 8 Videos auf der Startseite keins zum Thema Kochen jetzt. Und jetzt danach, nach dieser ganz kurzen Zeit, sind es jetzt schon 4. Also die Hälfte von der Startseite ist jetzt mit den Videos vorhanden. Das finde ich schon halt echt krass. Also ich habe auch halt Feldhockey eingegeben. Und bei mir bei der Startseite hat sich tatsächlich nichts verändert. Also es sind andere Videos als vorher, aber nicht irgendwas, was ich gesucht habe. Okay. Und bei dir? Genauso wie bei ihm eigentlich. 4 von 8 sind jetzt quasi zum Thema Motoren und Motorräder. Also es hat sich schon krass verändert. Also so, je tiefer man quasi reingeht, desto mehr findet man Videos, die einen interessieren. Wie findet ihr das? Schon krass halt. Das ist irgendwie komisch. So dieses Gefühl, dass die einen im Prinzip die ganze Zeit so beobachten halt. Das ist ungewohnt.
Wie macht diese Plattform das? Ich meine, das ist ja schon extrem. Ne? Man macht dann YouTube auf und plötzlich kriegt man die Sachen angeboten, die man gut findet. Wie funktioniert das? Das sind im Endeffekt Computerprogramme, die da die ganze Zeit laufen. Wenn nicht die Algorithmen, das sind Programme, die einen quasi die ganze Zeit beobachten, gucken, was guckt man sich an, wie lange guckt man sich das an und dann entsprechend anhand der eigenen Interesse versuchen herauszufinden, was anderen Nutzern, die genau sowas geschaut haben, interessiert und einem dementsprechend dann zeigen können, was eigentlich für einen interessant sein könnte. Mhm. Also Algorithmen, das hat man ja auch schon öfter gehört, das steckt dahinter. Das sind sowas wie kleine Programme, die das erkennen, was wir gut finden. Und wird das auch bei anderen Plattformen eingesetzt oder macht das nur YouTube? Das machen eigentlich alle Social-Media-Seiten. Die funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Ja. Die Plattformen von sozialen Medien werden von Menschen so programmiert, dass sie möglichst viel über unsere Interessen herausfinden. Die Algorithmen beobachten ganz genau, was wir auf ihren Plattformen tun und sammeln dabei viele Informationen über uns. Zum Beispiel, wie lange wir ein Video zu einem bestimmten Thema anschauen. Watchtime wird das genannt. Mia hat sich die meisten Videos immer nur wenige Sekunden angesehen und dann direkt weitergesucht. Mias Startseite zeigt, dass die Algorithmen in der kurzen Videozeit nicht herausfinden konnten, was Mia genau interessiert. Nele hingegen hat sich fast alle Motorradvideos mindestens eine Minute und länger angesehen. Genauso war es bei Finn mit den Kochvideos. Ein Video hat er sich sogar länger als 4 Minuten angeschaut. Zusammen mit vielen anderen Daten haben die Algorithmen daraus geschlossen, Finn wird sich wahrscheinlich für das Thema Kochen interessieren und ihm deswegen noch mehr Kochvideos vorgeschlagen, um ihn so lange wie möglich auf der Plattform zu halten. Denn je mehr Aufmerksamkeit man den Plattformen schenkt, desto mehr Werbung können sie uns zeigen. Und mit solchen Werbevideos verdienen die Firmen hinter den sozialen Medien sehr viel Geld. Aber wie schaffen es die Algorithmen überhaupt zu erkennen, worum es in den Millionen von Videos geht, um uns dann passende Empfehlungen zu geben? Die Videos werden ja nicht von den Plattformen selbst gemacht, sondern von den Nutzern. Einerseits ist es ja praktisch, wenn uns Inhalte ausgesucht und vorgeschlagen werden. Aber andererseits steckt darin auch eine Gefahr. Welche, das checken wir jetzt mit unserem letzten Experiment. Dafür haben wir mit Nele, Finn und Mia ein kurzes Video gedreht, das wir gleich zusammen mit Jan von einem speziellen Programm analysieren lassen werden. So, als würde man es bei Social Media hochladen. Und ich sag's gleich vorneweg, das Video ist ganz bewusst total absurd gemacht. Warum? Das erfahrt ihr gleich. Purplus sucht einen neuen Moderator. Purplus sucht eine neue Moderatorin. Da habe ich beim Casting mitgemacht. Die Aufgaben waren echt hart. Zum Beispiel, wie schnell man seinen Koffer packen kann. Mir war nicht klar, was man als Moderatorin alles können muss. Skifahren ohne Schnee? Euer Ernst? Leute, man darf auf jeden Fall keine Höhenangst haben, wenn man für Purplus arbeitet. Und auch keine Angst vor wilden Tieren haben. War doch klar, dass sie sich für mich entscheiden. Schließlich habe ich die meiste Erfahrung. Das stimmt natürlich nicht. Caramello wird nicht der neue Moderator von Purplus. Wir suchen keinen Ersatz für mich. Was wäre aber, wenn wir dieses Video auf einer Plattform hochladen und in den sozialen Medien teilen würden? Können die Algorithmen erkennen, was genau auf dem Video zu sehen ist? Und sogar, ob das Video wahr oder falsch ist? Das checken wir jetzt. Dafür lädt Jan unser Video in ein spezielles Programm, das Plattformen verwenden, um Videos zu analysieren, bevor sie online gehen. Was hat das Programm erkennen können und was nicht? Man kann erstmal zusammenfassend sagen, eigentlich alles, was ihr gesagt habt in dem Video, haben die perfekt verstanden. Also den Text konnten die wunderbar verstehen. Also bei sowas hier, wenn da groß 100 Bewerber draufsteht, da kann man sich das noch denken, dass die das irgendwo verstehen können. Und was ich sehr eindrucksvoll fand, ist, dass wir hier, wo wir im Hintergrund dieses kleine Bücherregal haben, wo mikroskopisch klein irgendwo was an Text geschrieben ist, was einem überhaupt nicht auffallen würde, konnte der die viele von diesen Buchrücken lesen und sehen, was für Bücher das sind und was da draufsteht auf den Büchern. Okay, also wenn wir uns das jetzt hier so angucken,
dann sieht man schon, dass der eigentlich alles und alle Objekte, die hier drin sind, ziemlich gut erkennt. Also der verfolgt das alles nach, der weiß genau, was ist hier zu sehen und welche Dinge sieht man hier in dem Video. Es gibt ein paar Sachen, wo der sich nicht ganz so sicher war oder wo er interessante Sachen uns zeigt. Zum Beispiel der Mensch hält er jetzt hier für einen Drachen, der durch die Luft fliegt. Aber gut, wie häufig fliegen schon Menschen durch die Luft? Das ist vielleicht ganz naheliegend, dass das eigentlich gar kein Mensch ist, der da durch die Luft fliegt. Also die Software, die holt so viele Informationen aus diesem Video raus. Wie funktioniert das? Das Ganze nennt man maschinelles Lernen. Das sind Computerprogramme quasi, die darauf trainiert wurden, eben genau solche Sachen in Videos zu entdecken. Damit uns die Plattformen ein Video vorschlagen können, das uns vielleicht interessieren könnte, müssen sie erst einmal wissen, was in dem Video überhaupt vorkommt. Daraufhin werden die Videos automatisch analysiert. Beispiel Hund. Den Computerprogrammen werden ganz viele verschiedene Hunde gezeigt. Und so lernen sie, wie ein Hund aussieht. Durch dieses maschinelle Lernen wurde zum Beispiel in unserem Video Caramello auch richtig als Hund erkannt. Wenn ein Computerprogramm Schritt für Schritt eine bestimmte Anweisung ausführt, spricht man von einem Algorithmus. Da kommt man zu einem Knackpunkt, wie ich finde, weil natürlich konnten die Maschinen jetzt ganz viel erkennen, was Text und Gegenstände betrifft. Sie konnten aber nicht herausfinden, dass wir ja gar keinen neuen Moderator suchen, also hoffe ich zumindest jetzt mal. Und natürlich auch, dass es kein Hund sein kann. Also der Wahrheitsgehalt wurde jetzt nicht überprüft. Genau. Das ist natürlich eine Sache, das ist total schwierig, die Algorithmen darauf zu trainieren, was jetzt zum Beispiel auch eine Lüge ist oder was eben auch einfach nur Sarkasmus ist, was stimmt, was nicht stimmt. Darauf sind die nicht trainiert, das wissen die noch nicht, aber zum aktuellen Zeitpunkt können die einem sagen, was da ist, was man sagt, was man sieht. Aber ob das jetzt stimmt, was in dem Video passiert, das können die so nicht überprüfen. Heißt für uns, wir müssen bei Videos eigentlich immer selber überprüfen, ob das wahr ist oder nicht. Immer genau. Mal checken. Das ist total wichtig, dass man auch mit offenen Augen, wenn man da ein Video sieht, dass man nicht einfach alles glaubt, was da Leute erzählen. Das kann durchaus sein, dass das nicht stimmt. Das weiß die Plattform nicht. Und da muss man das auf jeden Fall, sollte man das immer selber hinterfragen. Wie findet ihr das? Habt ihr da vorher dran gedacht? Und ist euch das jetzt bewusster? Also anhand, was wir da gerade hier auch gesehen haben, finde ich, man muss schon aufpassen, inwiefern und wie sehr man sich auf diese Algorithmen jetzt dann auch verlässt. Das stimmt, ja. Also ich finde, das zeigt auch, dass sehr schnell Fake News in die Welt gesetzt werden können, dadurch, dass die Computer genau das nicht überprüfen. Man weiß nicht, dass das falsche Nachrichten sind oder ob die jetzt wahr sind, wenn man es nicht selber überprüft. Und das ist ja quasi wie Gerüchte jetzt im Privatleben, dass man nicht weiß, ist das jetzt wahr oder ist das wirklich nur ein Gerücht? Weil so falsche Nachrichten entwickeln sich ja immer mehr, je mehr Leute zum Beispiel was dazu zu sagen haben. Und deshalb finde ich wichtig, dass man zum Beispiel dem Ursprung von dieser falschen Nachricht jetzt auf den Grund geht, ob das jetzt wirklich falsch ist oder ob da vielleicht sogar ein Stückchen Wahrheit hintersteckt. Also wichtige Erkenntnisse, die wir, glaube ich, alle mit nach Hause nehmen heute. Vielen Dank, dass ihr heute mitgemacht habt bei unserem Experiment. Super. Dankeschön. Die Internetfirmen setzen also viele Tricks und Techniken wie lernende Maschinen ein, um uns möglichst lange am Bildschirm zu halten und mit unseren Daten und durch Werbung im Endeffekt ja, Geld zu verdienen. Die Inhalte, die wir anschauen, die machen zwar oft Spaß, aber sie zeigen uns immer nur einen kleinen Ausschnitt der Welt. Oft stecken wir in unserer eigenen Interessensblase fest, ohne dass wir es merken. Und wir können nicht sicher sein, dass die Informationen, die wir da präsentiert bekommen, auch immer wahr sind. Wenn ihr noch mehr spannende Infos und Geschichten von Pur Plus erleben wollt, dann schaut doch einfach mal in die ZDF-Mediathek auf zdftv.de oder in unsere kostenlose TV-App. Und damit tschüss, wir sehen uns.